Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 231. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du mit uns, mit mir und mit jedem, der jetzt zuhört und zuschaut, einen Bund eingehen möchtest. Danke, dass du alles für uns tust, damit es uns gut geht und wir dich erkennen können. Danke, dass du uns auch die Kraft schenkst, deinen Geboten zu folgen, weil sie zu unserem Besten sind. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt auch durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, dass wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 5. Mose, Kapitel 27. Es wird beschrieben, was das Volk tun soll, wenn sie in das Land Kanaan gekommen sind, auf dem Berg Gerizim und auf dem Berg Ebal Segen und Fluch verkündigen sollen. Und wir sind gerade bei den Verfluchungen, die von den Leviten vorgelesen werden sollen. In Vers 23 heißt es: Verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt, und das ganze Volk soll sagen: Amen. Verflucht sei, wer seinen Nächsten heimlich erschlägt, und das ganze Volk soll sagen: Amen. Verflucht sei, wer Bestechung annimmt, um jemanden zu erschlagen und unschuldiges Blut zu vergießen, das ganze Volk soll sagen: Amen. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, indem er sie tut. Und das ganze Volk soll sagen: Amen. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Gott hat Großes vor mit unserer Gemeinde. Er hat Großes vor mit der Adventbewegung. Er hat Großes vor mit jedem Einzelnen, der von Herzen sich vornimmt, alle Gebote wirklich zu befolgen, in der Furcht Gottes und im Glauben an Jesus. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Das sind keine Eventualitäten, das sind Verheißungen, das sind Versprechungen. Gott möchte, will und wird dich segnen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. In allen möglichen Lebensbereichen wird der Segen Gottes spürbar sein. Im Alltag, im Beruf, wo immer wir sind, was wir beginnen, was wir beenden, der Segen Gottes möchte, Gott möchte uns bei allem mit seinem Segen begleiten. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf 7 Wegen vor dir fliehen. Also sie werden zerstreut werden durch Gott. Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen im Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Gott gebietet dem Segen. Der Segen kann sich jetzt gar nicht aussuchen. Es ist ein Befehl Gottes an den Segen, dass der Segen das Leben des gläubigen und gehorsamen Kindes Gottes begleitet. Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst. Dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Und wir dürfen uns heute die Frage stellen: Sehen Menschen um uns herum, dass der Name des Herrn über uns ausgerufen ist? Ist der Segen Gottes schon so sehr sichtbar? Und dann stellen wir wahrscheinlich fest, es wird an der Bedingung liegen. Es wird vielleicht daran liegen, dass wir noch nicht in allem so gehorsam sind, wie wir gehorsam sein könnten, weil wir noch nicht aus Glauben in allen Punkten unserem Leben vielleicht so leben, wie Gott es sich wünscht. Möge Gott uns die Augen öffnen, damit wir sehen, wie wir wirklich von Herzen gehorsam sein können, sodass Gott uns auch überreich segnen kann. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers. In dem Land, von dem der Herr deinen Gott, deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe. Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz auftun und deinem Land Regen, um deinem Land Regen zu geben, zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die ich dir heute gebiete,
dass du sie bewahrst und tust. Gott möchte, dass unser Leben Fortschritte macht. Er möchte, dass wir führend sind, auch in Fragen des Berufs, der Gesellschaft, der Wissenschaft. Er wünscht sich eigentlich, dass wir so sehr gesegnet sind, wie dann auch Daniel und seine Freunde in Babylon, dass wir die anderen überragen, nicht nur an Bibelwissen, sondern auch an vielen anderen Dingen, in denen Gott uns segnen möchte, wenn wir ihm gehorsam sind. Und wenn du nicht abweichen wirst von all den Geboten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, sodass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Wir haben die Wahl. Durch Gehorsam können wir den Segen Gottes erleben. Durch Ungehorsam, durch Rebellion gegen Gottes Wort, werden wir Fluch erleben. Es wird so kommen auf die eine oder andere Weise. Ihr könnt in Daniel Kapitel 9 Verse finden, die deutlich machen, wo Daniel sieht, dass tatsächlich Ursache und Wirkung sich absolut genauso gezeigt haben in der Geschichte Israels. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Verflucht wirst sein dein Korb und dein Backdruck. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Der Fluch wird genauso wie der Segen das gesamte Leben durchdringen. Der Herr wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat aus dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Nach Kanaan zu kommen, war keine Garantie, dort immer zu bleiben. Nur wenn die Israeliten an Gott hangen würden, bei ihm bleiben würden, ihm gehorsam sein würden, dann würden sie auch den Segen haben können. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, du hast uns sehr deutlich, so dass niemand es missverstehen muss, den Segen und den Fluch vorgelegt und deutlich gemacht, welches die Bedingung ist, an der Segen und an welcher Bedingung der Fluch hängt. Und Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns durch deine Kraft Gehorsam schenken möchtest, wenn wir es denn nur wollen. Herr, gib, wirke du an unseren Herzen, schenk uns das Wollen und Vollbringen, dass wir durch deinen großen Segen ein Licht sein können in dieser dunklen Welt, dass Menschen um uns herum sehen, auch wenn sie die Bibel nicht gut kennen, dass wir Gesegnete sind, die von deinem Segen reich beschenkt sind. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.